Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und jetzt gab es hier nochmal eine ganz kurze Verwirrung um den Anstoß. Aber da geht das Spiel auch schon los. Der Abschluss des 13. Spieltags hier live aus dem Stadion Niederrhein bei Sport Total und bei Magenta Sport. Ja, die Oberhausener, die starten direkt mal ordentlich offensiv in die Partie. Das Spiel unter der Woche gegen Monheim im Pokal, wir haben es vorhin schon gehört, während Oberhausen jetzt hier das erste Mal direkt vors Tor kommt, Abseitsposition angezeigt, aber der Schiedsrichter sagt, weiterspielen lassen. So, während wir jetzt hier den Freistoß von der linken Seite sehen, hoch rein. Kreier versucht da ranzukommen, schafft es aber nicht so ganz. Trotzdem Ball weiterhin noch heiß. Und dann ist es Jombo, der das Ding einfach mal Richtung Tor feuert. Und Justin Hekeren da in ganz, ganz arge Bedrängnis bringt. Sorgt dafür, dass der Ball schon wieder bei der Heimmannschaft ist. Ja, und das ist auch eine Chance. Ja, zu den Anken legen. So, und kaum sagen wir es, sehen wir schon die nächste Möglichkeit für RWO. Das geht hier am laufenden Band. Diesmal Stoppelkamp. So, top. Angespielt. Schafft es den Ball rauszukriegen. Auf rechts ist Amadin. Nelson Amadin bringt den Ball rein und dann steht keiner am von dir gerade angesprochenen hinteren Pfosten. Aber schauen wir noch mal drauf. Sehr schön aufgebaut die Aktion und Amadin dann vielleicht ein bisschen zu spitz zum Tor. Dass er auch so ein bisschen drauf hofft, dass das dann vielleicht dieser geplatzte Knoten war. Kicke top. Wieder Amadin und da ist das 1:0 aus Sicht der Gäste. Und es war wieder das gleiche Duo, das hier ja, in Anführungszeichen von Anfang an für Schalke nach vorne unterwegs ist. Da sehen wir es, Top legt raus auf Amadin, der nicht im Abseits, weil Abseits aufgehoben von Tim Stappmann. Und da sehen wir es nochmal ein bisschen näher. Und dann schöner Abschluss, das, was er quasi vorhin nicht geschafft hat, auf der anderen Seite mit ein bisschen weniger Spitzenwinkel, jetzt reinbekommen. Zu einem offenen Schlagabtausch entwickelt, natürlich unter diesem Vorzeichen des 0:1 aus Sicht der Oberhausener. Nächster Abschluss. Also es war jetzt immer noch keins, wo ich sage, muss definitiv gepfiffen werden, aber war auf jeden Fall nicht mehr ganz so angelegt, während Niyombo mal wieder für ein bisschen Furore sorgt. Diesmal gewollt. Diesmal gewollt. Schon wieder so ein Ding aus irgendwie 30 Metern her. Vielleicht jetzt die Möglichkeit über die rechte Seite. Ezequem. Da so ein bisschen die Power rausgenommen aus diesem Vorstoß. Dann zu Fall gebracht. Bleibt er jetzt auch erstmal liegen. War an der Strafraumkante. Während wir den nächsten Angriff der Schalker sehen. Und das 2:0 aus Sicht der Gäste. Da sehen wir es nochmal. Und da sieht die Defensive auch nicht besonders gut aus, ehrlich gesagt, oder? Also gerade Stappmann bleibt da so ein bisschen zurück, wo er vielleicht eher zu Ivan gehen sollte. Und Öztürk ist halt auch irgendwo im Rückraum. Geschaut vom Schiedsrichter, ob er den Vorteil laufen lassen kann. Und dann doch abgepfiffen. Kreier
mal zumindest mit einem Ball aufs Tor. Aber wenn du halt 0-2 hinliegst, dann sind das auch eigentlich nicht die Bälle, die dir unbedingt weiterhelfen, oder? Also. Annahme gut. Und dann direkt mal abgezogen. Aber das muss ja irgendwo das Mittel sein, ne? Vor allem, wenn sie halt. Ezequem setzt sich da auf der rechten Seite stark durch. Ezequem! Anschlusstreffer nach einem wunderschönen Solo auf der rechten Seite. So, jetzt wollte ich gerade sagen, nachdem Schalke da vorne ihre zwei gefunden hat. Und dann ist es Cottrell Ezequem, da sehen wir es nochmal, der sich da wunderbar durchsetzt. Dann der defensive Fehler. Der Ball kommt wieder zurück zu Ezequem. Was habe ich eben gesagt? Er ist kein Sprinter. Okay. Fehleinschätzung. Ein definitiver Vorteil. So, Schalke weiterhin im Ballbesitz. Wollen da den Ball gar nicht loswerden. Und dann wird da doch noch so eine gute Chance draus. Und Robin Benz regt sich da, glaube ich, über seine Hintermannschaft auf, dass sie den Ball nicht vorher da wegbekommen. So, und das ist die nächste Chance. So, die nächste Möglichkeit des Runenballs. Ruskis bekommt da keinen Druck dahinter. Und dann ist es die rote Karte. Und noch ein paar nette Worte hinterher. Ich glaube, ihm gefällt da nicht, dass das Hekerin da so liegen bleibt. Werfen wir noch mal einen Blick drauf. Der Kopfball von Ruskis. Ja, dann zieht der Hekerin da so ein bisschen den Fuß weg. Ja, er streift die Achillessehne mit den Stollen. Es war ja wirklich nur ein Streifen, aber es ist einfach trotzdem eine dumme Aktion. Ne? Warum? Du kommst nicht an den Ball, zieh den Fuß hoch, berühr ihn einfach nicht, dann passiert nichts. Und du bist nächste Woche noch dabei und jetzt bist du für nächste Woche auch noch raus. Das ist einfach, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt doppelt bitter, ne? Ja. Gerade auch in so einer Situation. Was ist denn? Und die nächste rote Karte. Tim Stadtmann. Tim Stadtmann, ja. Jetzt wird's wild. Ich sag mal so, die Ränge hier im Stadion Niederrhein sind nicht ganz so zufrieden damit, was der Schiedsrichter jetzt vor allem hier in den letzten Minuten zeigt. Und jetzt haben wir genau das Problem, das ich vorhin angesprochen hatte, dass die Defensive eben da so ein bisschen zahlenmäßig unterlegen ist. Und genau das ist dann die Konsequenz daraus. Pierre-Michel Lasogga mit dem 3:1 aus Sicht der Gäste und somit mit dem Deckel auf dem Spiel. Drittes Saisontor für ihn, da sehen wir es nochmal, ja. Da fehlt es dann halt einfach hinten drin, wenn du, wie gesagt, alles nach vorne wirfst. Jetzt sind wir kurz vor diesem Eckball dann auch über der Nachspielzeit. Und das war's. Das Spiel endet mit 1:3 oder eben 3:1 aus Sicht der Gäste. Nee, ich mach's nicht nochmal. Ja. Hier könnt ihr eine Playlist euch anschauen. Da gibt es ein ganz tolles Video von uns. Und da könnt ihr uns abonnieren.